Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part von Metin 2, genau jetzt. Ich habe noch ein paar Probleme mit dem Klienten. Zum Beispiel war meine Einstellung hier Nebel wieder auf viel, Kamera war auf nah und die Effekte und Musik war auf ganz aus. Außerdem habe ich beim Einloggen habe ich den Server nicht mehr gehabt und habe dafür den Server wieder suchen müssen und Channel wieder ein auf 6 machen müssen. Ist jetzt auch nicht so schön, aber das war es glaube ich früher schon so. So ein bisschen Luxus bietet Metin 2 halt nicht, aber ich habe mich wieder ein bisschen an Metin 2 gewöhnt. Also es ist halt nicht ganz so ein gutes Spiel, aber dafür jo. Doch, noch gut. Also nicht ganz so schlimm. So, jetzt reicht der Menschen müssen wir. Oh, schönes Bild. Und ein Direktlade. Ah, und die alte schöne Welt. Sehr schön. So, dann gehen wir mal ganz weit nach drüben. So, wir sind Level 3 und haben nur Schrott. Ja. Na gut, dann füllen wir unser Konto mal auf. Das ist Uriel. Mit dem müssen wir mal reden. Hallo Uriel, was geht? Was steht? Keine Quest, Ding-Symbol, nix. Finde Uriel. Ein Lynkaner! Willkommen in der Welt der Menschen. Zum Glück schickt Myung Horang endlich Hilfe. Denn alleine sind wir chancenlos. Mettensteine regnen vom Himmel herab. Dämonen strömen in unsere Welt. Es ist ein Albtraum. Nur wenn wir alle unsere Kräfte verbinden, können wir die Gefahr, die uns zu verschlingen droht, bannen. Schließe dich den Kämpfen für das Gute an und hilf uns, das Böse endgültig zu besiegen. Okay. Man nennt dich einen Gelehrten. In dieser weiten Welt gibt es unglaublich viel zu lernen. Unwissenheit verbunden mit militärischer Macht ist besonders gefährlich. Du weißt doch nicht, wie diese unwissenden Soldaten leben, oder? Wissen ist Macht. Gut. OX wird das klicken wir jetzt nicht an. Also, dann müssen wir zum General zurück. Also der General ist dort, wo wir gespawnt haben. Für den nächsten Auftrag kannst du wählen, welches der beiden Monster du jagen und töten wirst. Naja. Das obere ist leichter, das untere ist halt von Gegner-Ding schwerer, aber wir sind ja Level 3. Dann machen wir mal das untere. Himmelswindpanzer, okay. Bekommen wir über und die Map, die stört ein bisschen. So. Hör auf zu jagen, begib dich zum Stadtwächter. Er hat eine weitere Aufgabe für dich. Okay. Da haben wir einen Timperwolfes, Level 86 schon, wow. Ich bin froh, dass du vorbeigekommen bist. Du kennst doch bestimmt die Gemischtwarenhändlerin, oder? Sie hat um Hilfe gebeten. Könntest du herausfinden, was sie benötigt? Hoffentlich handelt es sich nur um eine ernste Angelegenheit. Ich bin sicher, dass du ihr helfen kannst. Zu deiner Information, die Gemischtwarenhändlerin verkauft Regenerationstränke und andere Gegenstände, die dir in Zukunft nützlich sein könnten. Es kann also nicht schaden, sich mit dir gut zu stellen. Geh jetzt. Begib dich zu Gewischtwarenhändlerin, sie benötigt deine Hilfe. Und die ist da drüben, das weiß ich noch auswendig. Ja. So. Man sieht unter den Rock. sexy Hose. Nein. Das ist ein Brustpanzer, aber der ist riesig. Also, das sind so Seitenplatten. Sehr gegrüßt, wurdest du von den Stadtwächtern geschickt. Ich habe eine einfache Aufgabe für dich. Mein Vater hat heute Morgen ein wichtiges Buch hier liegen lassen. Er braucht es dringend. Ja, dann bringe es doch selber. Könntest du das Buch meinem Vater bringen? Ich würde es selbst tun, muss aber im Laden bleiben. Du musst im Laden bleiben, okay. Du bist vor dem Laden. Wenn du mir diesen Gefallen erweist und ihm sein Buch bringst, wird er dich angemessen belohnen. Du musst wissen, dass er hier im Dorf Rüstungen verkauft. Oh, schon ein bisschen besser.
Überbringe dem Vater der Gemischtwarenhändlerin das Buch, das er bei ihr vergessen hat. Er ist der Rüstungshändler des Dorfes. Und scheinbar hat er sehr markant seinen Rüstungsstand ausgestattet, damit man genau sieht, ah, das ist der Rüstungsstand, Händler. Was führt dich zu mir? Ah, meine Tochter hat dich geschickt. Vielen Dank, ich benötige dieses Buch, um neue Rüstungen herzustellen. Meine Tochter muss sehr beschäftigt sein, wenn sie dich schickt, um mir das Buch zu bringen. Mal sehen, was wäre denn eine angemessene Belohnung? Ich werde dir als Belohnung ein Jahr angeben, damit du dir eine passende Ausrüstung zulegen kannst. Das hier sollte reichen, oder? Ich danke dir, wenn ich mal wieder Hilfe benötige, werde ich mich an dich. Und wenn du eine neue Rüstung brauchst, dann komm ruhig zu mir. Mein Laden hat immer geöffnet. So, du hast 4450 Erfahrungspunkte, du hast 5000 Yang, du hast 20 blaue Tränke. Oh. Okay. Ich hätte aber gerne ein Shield. Kann man die ausrüsten? Ja. Shield. Skeletthelm. Den bekommen wir ja über den Panzer. So. Haben wir uns ausgerüstet. Und jetzt? Ja, jetzt leveln wir. Status erhöhen. Da schauen wir mal. Jetzt wieder mal auf Dex. So. Aber danach wieder 2 auf Vitalität. Wir wollen ein bisschen mehr Vitalität haben. Wir müssen jetzt nicht so offensiv sein wie andere. Und dann gehen wir hier runter. Ah nein, wir müssen... Ja, okay, hier unten gibt es ja diese Wölfe. Da schauen wir mal kurz. Ich weiß nicht, hier. Auftrag, ja. Hungriger Wolf müssen wir töten. Gut. Da ist ein Wolf. Ich bin immer noch so langsam. Ich habe noch weniger Bewegungsgeschwindigkeit. -2. Hungriger Bauwolf. Hungriger Blauwolf. Hungriger Alpha-Wolf. Hungriger Wolf da hinten. Ja, das sind mehrere. 5 müssen wir töten. Gut. Dann töten wir den mal. Ja, wir haben kein Kampfgeräusch, natürlich. Ah, Menno, das nervt so. Das erste Mal war es so laut und jetzt haben wir überhaupt keine Geräusche. Jetzt sollten Geräusche an sein, oder? Ein bisschen problematisch. Ah, hier ist noch einer. Ein bisschen problematisch, dieser Client. Okay, ist halt Japaner-Qualität. Meistens nicht ganz so gut, also Nintendo. Oder nein, ist glaube ich ein japanisches. Oder ein chinesisches, genau. Es ist ein chinesisches, da macht die Mythologie. Oh, 2% Schaden wird von MP absorbiert. Sehr schön. Und jetzt sehen wir auch ein bisschen anständig aus. Wieso denn nicht früher? Für deinen nächsten Auftrag kannst du wählen, welches der beiden Monster du jagen und töten wirst. Wieso wirst? Hungriger Wethund oder hungriger Wolf? Ja, machen wir jetzt Wethund. 20 Stück, das ist gut. Skeletthelm bekommen wir über. Aber wir haben immer noch kein Kampfgeräusch. Was ist denn los? Wieso wird denn der Ding zurückgesetzt? Scheinbar wird der Balken zurückgesetzt. Also möchte ich es ein bisschen leiser haben. Weil es schon ein bisschen ja, Musik ist, wo nicht so laut sein muss. Wir haben hier eine Gläfe noch. Okay, aber die können wir nicht. Die können nur Krieger wahrscheinlich benutzen. Ja, aber es ist viel zu... Also ich verstehe nichts mehr. Ja, jetzt mal ein bisschen lauter, aber immer noch zu leise. Wieso nicht? Also, im ersten Part hatte ich ganz auf leise. Fast ganz. Ja, schon besser. Seht ihr, das sind Kampfgeräusche. Die kann der Client irgendwie nicht darstellen.
Jetzt aber geht's. Jetzt haben wir dafür sehr laute Schrittgeräusche. Meh, 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 meh. Was ist das? Purpurkleidung, ja, das ist nicht für unsere Klasse. Was ist für den Magier? So, jetzt. Aber hört ihr die Geräusche? Okay, die Laufgeräusche sind lauter als die Kampfgeräusche. Okay, ein bisschen leiser wieder. Let's Play Soundanpassung Teil 2. Wunderschön. So, haben wir jetzt wieder diese. Da oben haben wir noch ein paar. So, wir machen diese Quest und dann sind wir wahrscheinlich bald Level 4. Dann bekommen wir wieder andere Quests über. Oh, habt ihr das gehört? Er hat gefaucht. Auftrag abgeschlossen. Hallo. Nicht auf den Bergkammer. Yay. Ist das ein besseren? Nein, das ist der gleiche, oder? Ja. Das plus 0 kann man später noch höher machen, aber dafür muss man viel Geld investieren, glaube ich. So, wir töten ein paar größere Mobs, dass wir dann noch Level 4 erreichen. Heute, in diesem Part. Sonst erreichen wir das nicht mehr. So. 12. Und dann können wir wieder mit Dex weitermachen. Schaffen wir die? Ja, ja. Also die Reichweite dieser Klasse ist sehr gering, aber dafür machen wir die Gegner recht gut down, also dass sie im Boden sind und uns nicht angreifen kann. Mal schauen, wie die Klasse so ist, sonst können wir immer noch eine andere Klasse machen. Ich habe die anderen auch angreifen. Es geht leider mit dieser Klasse nicht so gut. Also Pullen, also eine Pull-Klasse ist es nicht. Ja, jetzt haben wir hier zwei Quests, gut. Auftrag 4. Hungriger Wolf oder Hungriger Alpha-Wolf? Dann nehmen wir Hungriger Alpha-Wolf, die gibt es doch irgendwo hier. 5 töten, Schlachtschild bekommen wir über. Haben wir alles schon gekauft. Und zum Biologen. Okay, gut. Ja, es ist heute früh, ganz früh. Es ist irgendwie 12:30 Uhr morgens. Ich bin einfach aufgewacht. Ich bin so ungefähr um 10:30 Uhr ins Bett und bin jetzt schon wieder aufgewacht. Dann ist jetzt niemand hier, außer eben diesen AFK Level 86er. Und ja, ich fühle mich eigentlich jetzt momentan sehr gut, oder? Hört die mir vielleicht schon ein bisschen an. Weil ich jetzt momentan... okay. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich so eine Eisblendung, damit man sieht, was der Charakter hinten dran macht. Oh, angeln könnten wir dann auch mal, aber das müssen wir noch... Da müssen wir, glaube ich, Level 30 sein fürs Angeln. Von mir aus hat 25, glaube ich. Pferd müssen wir auch noch sehr lange. Oh! Das ist Level Stufe 5. Schaffen wir den? Sicher nicht, oder? Mit den Kloppen! Yay! Nein, den schaffen wir nicht. Mal schauen, was zum Mob uns das bauen. Ja, ja, Grizzlybären. Ich hau lieber ab. Tschüss. Nein, ich hau ab. Ich hab doch gesagt, ich hau ab. Haltet die Schnauze. Ihr seid laut. Mäh. So, ey. Nicht die Kinder wecken da drüben. Hey. Hallo, Bären. Mir hilft niemand. Ja, dann gehe ich halt weg. Gehe ich hier in die Mitte. Mit Stufe 5 kann man dann wahrscheinlich wählen. Wahrscheinlich kann man dann nicht... Nein, man wählt nicht, oder? Ja, bei dieser Klasse... Gibt's keinen Lehrling. Also Lehrmeister. Lehrer, ja.
Ich verwies in meinen Schatz, den Waffenhändler. Wochenlang hat er jeden Abend vor meiner Schwester, vor meinem Fenster gesungen und nun höre ich seit einigen Tagen nichts von ihm. Vielleicht fürchtet er den Zorn meines Vaters. Kannst du herausfinden, was mit ihm los ist? Okay, ab die Übersichtskarte brauche ich hier nicht in der Mitte. Ich kenne den Weg zum Waffenhändler, Mann. So. Dann möchten wir mit ihm reden. Es stimmt, ich singe nicht mehr von ihrem Fenster, weil, ach, es ist mir peinlich, darüber zu reden. Mein Körpergeruch ist ziemlich unangenehm geworden. Oh Gott. Ich wasche mich zwar immer, aber der Geruch bleibt. Daher möchte ich ein Duftöl herstellen, das die Gemischtwarenhändlerin meinen kleinen Singvogel durch seinen herben und faszinierenden Duft betört. Sie legt großen Wert auf die äußere Erscheinung. Ich muss unbedingt Duftöl herstellen, nur damit kann ich meinen unangenehmen Körpergeruch beseitigen. Dazu muss ich verschiedene Zutaten mischen. Diese zuerst zweimal nix. Zweimal nix, okay? Jage dafür Blauwolf. Ja, die sind aber noch ein bisschen. Ja, die sind nicht zu groß, aber. Nun gut, die müssen wir jetzt zuerst finden. Wir gehen jetzt mal hier rüber zum Biologen, nehmen die Quest auch an. Strebt das höchste Level an. Okay, Grafikfehler. Oh nein, das war nur die Ausblendung. Man sieht die Schrift nicht, aber was dahinter verbirgt, hinter dem Haus, sieht man. So. Das sind Blauwölfe. Nein, das sind Alpha-Wölfe und Wolf. Weiter weg kommen dann die stärkeren Gegner. Das sind hungrige Blauwölfe. Hungrige Blauwolf. Das ist Blauwolf. Die sind aber mit den Keiler zusammen. Scheiß Keiler, scheiß Keiler. Komm, mischen wir uns das unter den Blauwölfen ein bisschen umher, herum. Wir knacken alle, wir kloppen sie tot. Dong, dong. Und sterben selber bald. Ja, ich wusste, dass die schwer sind, aber natürlich habe ich sie. Und es so gemacht, dass ich es falsch, also sie falsch angegriffen haben. Was ist verwelkt? Hat die Schnauze. Ah, hier ist ein Boss. Level 9, Stufe 4, Chang Monk. Gut, dass du da bist. Ich tue jede erdenkliche Pflanze in diesem Reich. Es gibt daher tonnenweise Arbeit, die erledigt werden muss. Und ich habe nicht die nötige Zeit, um auf Exkursion zu gehen. Würdest du mir behilflich sein? Bitte? Ich studiere gerade die Pfirsichsblüte. Ich muss einige Experimente durchführen. Ja, ich... Ja, okay. Ich mache es. Aber halt die Schnauze. So. Ja. Pfirsichblüte, ich weiß es. So, wir müssen Blauwölfe noch töten und was müssen wir töten? Hungrige Wolf, oder? Nice. Ja. Man kloppt stundenlang an den Gegner. Flieder, so. Status erhöhen, Dexterity haben wir gesagt. Und jetzt Charakterauftrag. Hungriger Alpha-Wolf war es, okay. Hungriger Alpha-Wolf. Da unten. Und die Gegner spawnen in uns drinnen. Hungriger Alpha-Wolf, sehr gut. Gluppen wie die Gegner mal. Bisschen pullen. So. Ah, da oben ist noch ein schwerer Gegner. Oh, Doppeldrop. So. Enthauptungsklinge. Schwarz. Tigerfächer, okay.
Auftrag 4 abgeschlossen. Ausgezeichnet, du hast den Auftrag erfolgreich beendet. Sehr schön. Und jetzt Status erhöhen. Nochmals auf Vitality. Nein, auf Dexterity noch einmal. Angriffsgeschwindigkeit. Okay, steigt auch. So, jetzt müssen wir zu ihm gehen. Das ist dann ihm. Lass sie mich mal sehen. Beste Qualität. Yay. Ja, müssen wir noch weiter. Okay. Schlechte Qualität. Beste Qualität. Und man kann nicht mehr einsammeln. Man muss 5 zu ihm geben. Okay, schade. Dann noch mehr töten von diesen. Da ist zum Beispiel noch einer. Ein Trupp. Ein kleines Rudel. Rudel da, Rudel die, Rudel doddel. So. Pfirsichblüte. Okay, werden wir die nochmals abgeben und die anderen dann angreifen. Denn ihr wisst, 3 mal plus 2, 3 sind 6 und nicht 5. Von mindere Qualität. Beste Qualität noch 2. Ja. Noch einen brauchen wir. Da vorne, ja. Und dann haben wir die Quest hoffentlich. Müssen wir nicht noch einen Rudel töten. So. Gut. Hoffentlich ist die gut. Aber wenn sie schlecht ist, müssen wir nochmals einen Rudel holen. Ah Gott. Blöde Quest. Ja, okay. Jetzt habe ich genügend Pfirsichblüten. Gute Arbeit. Das Zeichen meiner Dankbarkeit überlasse ich dir einige Yang und das Ergebnis meiner Forschung. Als Belohnung hast du vom Biologen Jay Girab 500 Erfahrungspunkte und 1000 Yang. So du dem Westen deine Waffe plus 3 in deinem Besitz. Du hast Stahlfackel plus 3 erhalten. Stahlfackel? Das ist doch keine Fackel, das ist ein Messer. Verstehe ich nicht. Ich verstehe Mädchen 2 nicht, das ist wie Bahnhof. So, Dele, dann haben wir noch die anderen 2 Quests. Also eine Quest noch, die andere kommt ja mit Stufe 5 wieder. Diese Level-Quests. Und zwar müssen wir dafür wieder zurück zum Waffenmeister, zum Waffenhändler. Kommen wir jetzt schneller, hopp. Dann verkaufen wir dem mal den Müll, den wir haben. Schön langsam, wir sind sehr richtig langsam. Bekommen wir bald ein Level Up, sehr schön. Dann haben wir die Klasse. Können wir auch Fähigkeiten einsetzen. Das ist doch mal toll, oder? Ah. Ein neuer Duft. Das genügt nicht. Diese Flinte reicht gerade für ein paar Tröpfchen. Ah, oh, muss ich Blauwölfe noch töten? Nein. Ja, einen. Einen muss ich noch haben. Oh, gehen wir mal hier runter. Hier müssten auch irgendwo Blauwölfe sein. Und zwar, ich weiß es nicht. Da unten wahrscheinlich. Also das Spiel bekommt mir wirklich die Auszeichnung als langsamste Bewegungsgeschwindigkeit ever. Das ist eine
eine wichtige Auszeichnung. Die muss jedes Spiel haben, damit man die Spieler wirklich in den Tod langweilen kann. Aber nun gut. Von mir aus kann man nicht trennen. Slash Speed 10. Geht leider hier nicht, das geht nur in Minecraft auf einem Bucket Server, aber wäre doch mal toll, oder? Wir suchen Blauelfe, die gibt es natürlich hier nirgends. Ja. Toll, toll, toll. Wirklich toll, super, super. Super, trooper. Super, trooper. Ah, gehen wir halt hier runter. Ich schlafe jetzt wirklich bald ein. Nun gut. Bisschen quatschen noch. 4 Minuten haben wir noch Zeit für den Part. Und ja, dann sollte die Quest eigentlich schon vorüber sein. Blauwolf, endlich. Okay, die Blauwölfe sind immer mit den Keilen zusammen. Das merke ich mir. Oder hier oben sind 3 zusammen, okay. So, kommt. Was ist denn das? Okay, der stirbt sofort, Tom. Ja, bereits verwelkt, ja ganz genau. Müssen wir noch mehr töten. Glück haben wir. Sehr viel Glück. Aber immerhin sind wir stärker geworden durch die neue Waffe. Weil die schon plus 3 hat. Und die Übersichtskarte ploppt hinein. Die ploppt einfach mal neben meinem Zeiger hin. Und ich hätte sie fast noch angeklickt. So, wir gehen nach oben. Geben die Quest ab. Jetzt haben wir ja genug Flieder. Können wir mal kurz hier schauen. Ja, ja, wir haben genug. So, und gibt das ein Level up, sonst machen wir dann das nächste, im nächsten Part dann das Level up. Jo. Also komm, in 3 Minuten müssen wir oben sein, das schaffen wir. Hey, Wölfe sind doch schnell, die müssen rennen wie ein Turbo. Wie ein Wolf halt rennt, wenn er auf der Jagd ist. Hopp, hopp. Turbo, 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 man. Mirine, okay. So. Ein neuer Duft. Ah, der Flieder. Dazu brauche ich aber noch ein ungewöhnliches Moschusöl. Das kannst du aber nur in einem ganz speziellen Laden bestellen. Eine drehende Münze wird dir den Weg weisen. Dazu benötigst du Drachenmarken. Du hast da sicher noch welche auf der hohen Kante. Ich werde so endlich dankbar. Die Bestellung kannst du anschließend beim Lagerwarten abholen. Dann endlich hätte ich alle Zutaten bekommen. Bitte beeil dich und bringe mir schnell das Moschusöl. Dafür solltest du auch eine Belohnung erhalten. Was, ich muss jetzt das kaufen? Da.